Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse. Und wir stellen uns jetzt mal die wichtigste Frage für den neuen Patch. Was ist die beste Klasse? Welche Klasse performt denn am besten? Besonders wenn ihr jetzt in der Season den neuen Char spielt, was sollt ihr hier spielen? Wie ihr seht, ich habe jede Klasse. Ich habe natürlich fleißigst für euch am BTR vorgespielt. Und jetzt gibt's mal so ein kleines Resümee, wie es denn mit den Klassen aussieht und wie ich euch da ein bisschen weiterhelfen kann. Also, es ist ganz einfach gegliedert. Ihr stellt euch einfach die folgenden Fragen. Was ist euch an einer Klasse wichtig? Ist es der Farm Speed? Ist es in den Greater Rifts voranzukommen? Oder wollt ihr einfach mit ein paar Kumpels ein chilliges Gruppenspielchen machen? Also ein paar Rifts, ein bisschen farmen oder so. Ein Mix aus allem. Also welche Klasse ist der beste Allrounder? Das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch mit den jeweiligen Klassenempfehlungen. Und am Ende des Videos habt ihr dann eure Klasse sicherlich gefunden. Also starten wir gleich mal mit dem ersten und wichtigsten Thema, und zwar der Farm Speed. Klassenfarmen unterschiedlich schnell sollten jedem bekannt sein, und zwar geht es hier jetzt nicht auf, keine Ahnung, sagen wir mal in den Greater Rift 50 zu farmen, sondern es geht hier um T10, T9, also die neuen Schwierigkeitsgrade effektiv und schnell zu farmen. Und da gibt es ganz klar drei Klassenempfehlungen. Den Mönch, vor allem mit dem neuen Set, mit den explodierenden Händen, wie ihr es im Hintergrund auch sehen könnt. Ein paar Hände drauf, die Gegner zusammengezogen, eine Explosion, alles tot. Danach Dämonenhunter, also der Dämonenjäger. Natürlich immer wieder der Klassiker bei dem Farmspeed. Eine sehr, sehr schnelle Klasse, weil es einfach mit dem Multischuss alles platt macht. Und natürlich noch der Wirbel. Windbarbar ist zwar keine sehr genaue Klasse, bleibt der ein oder andere Mob immer wieder mal stehen, aber der Rest wird einfach umgefahren. Danach geht es weiter in den Greater Rifts. Das ist jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten, was hier die beste Klasse ist. Hier ist jede Klasse gut, wenn wir in den Single Rifts gehen. Das bedeutet also, jede Klasse spielt mal für sich selbst hoch. Da gibt es noch diverse Schwierigkeiten, die ist bei jeder Klasse ein bisschen anders. So wie der Barbar braucht zum Beispiel sehr, sehr viele Mobs, um effektiv farmen zu können. Und eine andere Klasse wiederum braucht eher mehr Elite-Bags, um den Focus-Fortschritt zu erzielen und so weiter. Da möchte ich euch jetzt einfach auf den Link unter des Videos verweisen, also unterhalb des Videos. Da geht es zu dem Patch 2.3 Klassenguides. Hier gibt es 22 Builds. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe mit Video für jede Klasse anschauen und was euch vor allem dann in den Greater Rifts am besten zusagt. Bei dieser Klasse schlagt ihr dann einfach zu. So, und dann noch, welche Klasse eignet sich am besten für das Gruppenspiel? Hier gibt es auch eine ganz klare Empfehlung. Es hat sich am BTR gezeigt, dass vor allem in den Greater Rift, sagen wir mal über 60, vielleicht über 65, kristallisiert sich ein Team sehr stark heraus, bestehend aus einem Support-Barbar und jeder Menge Mönche, einfach wegen den explodierenden Händen, da das am meisten Schaden macht. Also in den, wenn ihr eher in den Endgame-Bereich gehen wollt, sprich 65 plus in den Greater Rifts, dann müsst ihr so eine harte Melee-Klasse ausbacken. Und ansonsten, wenn es natürlich darum geht, die Speed Rifts zu machen, also sehr schnelle Rifts in den 45er-Bereich rum, dort ja, gibt es mehr oder weniger nicht so viel Neues. Da seht ihr dann sehr viele Dämonenjäger, teilweise auch mal einen Zauberer. Also mehr als einen habe ich so in der Gruppe eher nicht gesehen. Also eher zweimal Dämonenjäger. Irgendeine Tankklasse kann jetzt ein Kreuzritter sein. Oder eben ein Mönch, ein Pullmönch. Und dann natürlich noch ein Wirbelwindbarbar, der ein bisschen über die Map wirbelt, um zu sehen, wo denn die Übergänge sind, wie hoch, wo die Mobdichten sind. Also da ist mehr oder weniger alles vertreten. Und wenn ich jetzt wirklich nochmal sagen muss, okay, was empfiehlst du, was ich empfehlen würde, besonders jetzt für die neue Season, denn ihr müsst immer im Hinterkopf haben, in der Season gibt es ein paar Items, die gibt es natürlich non-Season nicht, die sind teilweise auch sehr spielerentscheidend, da würde ich euch folgende Empfehlung abgeben. Punkt 1, spielt einen Mönch, Punkt 2, spielt einen Kreuzritter und sonst noch einen Punkt 3, wenn es eher nicht ein Melee sein soll, der Hexendoktor. Sind jetzt natürlich auch die drei Klassen, die die neuen Sets bekommen haben, hat natürlich auch ein bisschen was mit meiner Empfehlung zu tun, einfach weil das gesamte Spielgefühl ein etwas anderes ist, denn wenn man jetzt schon viel gefarmt hat, Paragon 7, 8, 900 hat, will man auch mal ein bisschen was anderes sehen, ein bisschen was anderes spielen, und daher die Empfehlungen für diese drei Klassen, eben Mönch, Kreuzritter und Hexenmeister. Sucht euch da etwas raus. Also wenn ihr noch nicht wisst, wenn ihr euch unsicher seid, mit diesen Klassen seid ihr gut beraten. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Glück, viel Spaß in der neuen Season und wir sehen uns im Community-Chat oder der mich auf der Friendlist hat, auf der Friendlist.